Den Begriff des deterministischen Automaten haben wir jetzt definiert. Ich meine, formal ist es einfach ein Fünftupel und das wichtige Zentrale ist die Zustandsübergangsfunktion, ja, bei der einfach definiert wird, wie der Automat überzugehen hat in einen neuen Zustand, wenn er in einem aktuellen Zustand ist und ein Zeichen liest. Ja. Also Zustand und gelesenes Zeichen führen den Automaten über in den nächsten Zustand. So, ja. Und hier ist jetzt die Konfiguration eines endlichen Automaten definiert. Ja. Also gegeben sei eben so ein Automat und dann so ein Tupel Zustand und jetzt hier Omega, also sprich ein Wort. Sowas ist eine Konfiguration, sowas nennen wir Konfiguration. Ja? So. Und die Bedeutung hiervon, von so einer Konfiguration, ist schlicht und ergreifend die, dass der Automat ist gerade im Zustand S und steht auf dem ersten Zeichen von diesem Wort, Omega. Ja? So, und wenn man das im Hinterkopf hat, dann versteht man auch diese Übergangsrelation, die wir jetzt definieren. Ja? Also, wenn ich in S0 bin, auf diesem Wort stehe, bestehend aus diesen Zeichen Sigma 0 bis Sigma n, dann kann dieser Automat übergehen, also das ist eben Übergang des Automaten A in eine neue Konfiguration. Und starten wir gleich mal hier. Was auffällt ist, das erste Zeichen, das ist jetzt weg. Ja? Also das hat der praktisch, das hat der gelesen oder man könnte auch sagen, das hat der Automat konsumiert und damit ist das weg. Und jetzt steht er im Nachfolgezustand S1 auf dem nächsten Zeichen. So, und dass S1 der Nachfolgezustand ist, das sehen wir daran. Also so ein Übergang ist möglich, genau dann, wenn es eine Übergangsregel gibt, die den Zustand, den Automaten im Zustand S0 auf dem Zeichen Sigma 0 in den Zustand S1 überführt. Ja. So. Ja, und wenn wir jetzt den, eben diesen Konfigurationsbegriff haben, dann können wir die von dem Automaten akzeptierte Sprache L von A so definieren. Ja, das ist die Menge aller Worte, für die, für die es einen Endzustand gibt, sodass gilt, wenn ich in S0 im Startzustand am Anfang von dem Wort starte, dann stehe ich im Endzustand auf dem leeren Wort. Dann hat er quasi alles konsumiert, das ganze Wort, und steht dann am Ende. Okay. So, ja, jetzt wollen wir mal über Automatenminimierung reden. Und die Idee ist die, gegeben ein endlicher Automat, und wir suchen jetzt einen möglichst kleinen endlichen Automaten, der genau das gleiche tut. Und so ist dann die Äquivalenz definiert. Ja. Okay, also hier erst einmal der Begriff Äquivalent. Zwei Automaten A1 und A2 heißen äquivalent, wenn sie die gleiche Sprache akzeptieren. Und das ist ja nichts anderes als die beiden Automaten tun das Gleiche, weil wir reden ja jetzt über Akzeptoren. Die einzige Aufgabe von Akzeptoren ist es, Sprachen zu akzeptieren. Also, wenn sie die gleiche Sprache akzeptieren, sind sie äquivalent. So, und ein Automat heißt reduziert, wenn kein anderer Automat existiert, der die gleiche Sprache akzeptiert und mit weniger Zuständen auskommt. So. Okay. Und wir wollen jetzt eben gegeben irgendeinen Automaten uns auf die Suche machen nach dem kleinstmöglichen reduzierten Automaten, der äquivalent ist. Ja? So, und die Idee bei dem Ganzen ist es, dass wir äquivalente Zustände bestimmen. Ja? Und dahinter wieder ist die Idee, zwei Zustände S1 und S2 sind äquivalent,
wenn wir sie von außen, also von außen heißt durch Beobachten des Verhaltens des Automaten, nicht unterscheiden können. So. Ja. Da, genau, und dazu definieren wir die Äquivalenz von Zuständen. Und zwar, wir fangen an bei den Endzuständen. Ja? Genau, also ist klar, wir brauchen erst einmal einen deterministischen Automaten und definieren jetzt den Begriff der K-Äquivalenz. Ja? Und wir schreiben das dann so, zwei Zustände sind K-Äquivalent. So, und wir starten mit der Null-Äquivalenz, also zwei Zustände sind Null-Äquivalent, genau dann, wenn sie beide Endzustände sind. Ja? Sorry, wenn sie beide Endzustände sind oder beide Nicht-Endzustände. Ja? Also sprich, Null-Äquivalent sind alle Endzustände und alle Nicht-Endzustände. So. Dann, und jetzt definieren wir rekursiv die K-Äquivalenz. Also wir definieren jetzt K, zwei Zustände sind K plus 1 äquivalent, wenn für alle Eingabezeichen Sigma Delta von S1, Sigma K-Äquivalent zu Delta von S2, Sigma ist. Also zwei, oder in anderen Worten, zwei Zustände sind K plus 1 äquivalent, wenn deren Nachfolgezustände K äquivalent sind. Und zwar für alle Eingabezeichen. Ja. Okay, und jetzt definieren wir den Begriff äquivalent ganz allgemein. Und zwar, wenn für alle K, also wenn zwei Zustände K äquivalent sind, für alle K, dann heißen sie äquivalent. Und das schreiben wir so, indem wir das K dann weglassen. Und diese Relation, die wird dann auch Bisimulation genannt. Okay, jetzt schauen wir uns das einmal Beispiel an. Wir wollen diesen Automaten hier minimieren. Na, der hat jetzt 6 Zustände. Genau. Und wir fangen jetzt an mit K gleich 0, K gleich 1 und so weiter über die K-Äquivalenz. Also 0-Äquivalent sind Zustände, alle Endzustände sind 0-Äquivalent. Also diese beiden. Die sind äquivalent und jetzt gehen wir her und fügen die beiden, weil sie eben null äquivalent sind, zusammen in einen neuen Zustand. So, und das machen wir jetzt hier mal. Also hier haben wir für den Automaten, für den wir gerade den Graphen gesehen haben, das ist die Zustandsübergangstabelle. Sie sehen S0 bis S6 und die beiden Eingabezeichen A und B. Gehen wir nochmal zurück. Sie sehen, es gibt hier überall nur A und B als Eingabezeichen. Ja, S0 ist der Startzustand und S5 und S6 sind die Endzustände. So, und jetzt machen wir den ersten Schritt. Null-Äquivalenz. Und das ist genau hierher. Und zwar alle Endzustände, das waren S5 und S6, die fassen wir zusammen zu einem neuen Zustand. Der heißt jetzt hier P2. Und alle anderen fassen wir zusammen zum neuen Zustand P1. So, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und wenden die 1-Äquivalenz an. Ja, wann sind zwei Zustände 1 äquivalent? Wenn deren Nachfolgezustände, und zwar für alle gelesenen Zeichen, hier gibt es ja nur A und B, wenn deren Nachfolgezustände gleich sind. Ja, also jetzt sind wir hier in der Tabelle. Ja, genau. Ich meine, hier Nachfolgezustände gleich. Also für A
haben wir zwei gleiche Nachfolgezustände und für B auch. Das heißt, das hier bleibt ein Zustand. Aber da, man hier für A geht immer nach P1 über, aber für B gehe ich von S0 nach P1 und für alle anderen nach P2 über. Das heißt, die hier, also S1 bis S4, die sind alle 1-äquivalent und S0 ist nicht 1-äquivalent zu denen und deswegen wird hier nochmal aufgeteilt. Und dann sind wir hier. Und jetzt, jetzt sind wir eigentlich fertig. Ja, weil wir haben hier überall die gleichen Nachfolgezustände und da auch und da auch. Ja? So, und jetzt können wir nämlich hergehen und unsere alten Zustände S0 bis S6 ersetzen durch diese drei neuen Zustände. Ja? Und diese, also hier unten drin, S1 bis S6, können wir auch rauslöschen. Und das heißt, wir haben hier ein Feld, der geht von P2 nach P2 über, wenn er A liest, und nach B, nach P3, wenn er B liest. Von P1 geht er nach P2 über, wenn er A und B liest. Und von P3 geht er bei A nach P3 und bei B nach P2 über. Das heißt, wir haben jetzt eine neue, wesentlich einfachere Zustandsübergangstabelle, also einen viel einfacheren Automaten, der aber äquivalent ist zum ursprünglichen Automaten. Also hier nochmal die Übergangstabelle, ist genau das, was wir auf der Folie davor hatten. Und hier haben wir den Zustandsübergangsgraphen. Und der ist natürlich jetzt viel einfacher als der Originalautomat. Ja, gibt es da noch Fragen? Dann gehen wir weiter zu den nicht-deterministischen Automaten. So, und das ist jetzt ein ganz wichtiges Konzept, das wir später dann auch bei den Turing-Maschinen wieder brauchen werden. Und da wird es dann ganz essentiell sein. Also ein nicht-deterministischer endlicher Automat ist ein Fünftuppel, noch nichts weiter Neues, Zustandsmenge, Eingabe, Alphabet. Und hier wird es interessant, die Zustandsübergangsfunktion, die sieht jetzt anders aus, weil der kann jetzt eben nicht-deterministische Übergänge machen. Und nicht-deterministische Übergänge heißt, wenn ich in einem Zustand bin und ein Eingabezeichen lese, dann kann ich eventuell in mehrere verschiedene neue Zustände übergehen, eben nicht deterministisch. Ja? Und deswegen steht hier auf der rechten Seite nicht die Zustandsmenge S, sondern 2 hoch die Zustandsmenge. Was ist denn das 2 hoch eine Menge? Kennen wir das nicht? Noch nie gesehen? Das ist nichts anderes als die Potenzmenge der Menge S. Und warum schreibt man das als 2 hoch die Menge? Wie viele Elemente hat denn so eine Potenzmenge? Ah Leute, das muss man so langsam wissen. Bei n Elementen 2 hoch n, oder? Genau, so ist es. Also wenn ihr hier Menge mit n Elementen habt, dann hat die genau 2 hoch n Teilmengen. Ja? Und das ist quasi der Hintergrund, weshalb man sowas, ich meine, das macht irgendwie mathematisch keinen Sinn, das ist einfach formal, so eine Schreibweise. 2 hoch die Menge meint die Menge mit den Teilmengen. Okay, also, ja, und das ist jetzt interessant. Ich habe jetzt eine Funktion,
Die bildet ab Zustand und Eingabezeichen auf eine Menge. Also zum Beispiel könnte meine Funktion Delta abbilden an Zustand S0 und Eingabezeichen A auf S1, S2, S3. Sowas. So würde jetzt die Abbildungsvorschrift für einen Input aussehen. Und das ist dann natürlich so zu interpretieren, der Automat kann bei dieser Eingabe und dem Zustand übergehen in den oder den oder den Zustand. Okay, ja, ansonsten ist nichts weiter Neues dabei. Bis jetzt ist es natürlich nur formal. Jetzt müssen wir natürlich uns noch Gedanken machen über die Semantik. Wann tut denn so ein nicht-deterministischer Automat ein Eingabewort akzeptieren, zum Beispiel? So. Ja. Also gut, ich meine, hier steht nochmal das, was wir gesagt haben. Für jedes gelesene Zeichen Sigma wechselt ein nicht-deterministischer Automat aus dem aktuellen Zustand SI in einen Folgezustand SI plus 1 Element von Delta von SI, Sigma. Das ist ja jetzt eben das Interessante. Davor hieß es, SI plus 1 ist gleich. Ja? Aber weil ja meine Übergangsfunktion eine Menge erzeugt, dann wechselt der in ein Element von der Menge, vielleicht in S2 hier. Okay, somit existieren für jede Eingabesequenz, also Eingabewort, potenziell mehrere Zustandsfolgen. Ja? Ist ja klar, der kann vielleicht von hier dahin oder woanders hingehen. Also gibt es mehrere solche Zustandsfolgen, die der Automat durchlaufen kann. So. Klar, der kann ja mehrere Abarbeitungssequenzen ausführen. Und jetzt ist die Frage, wann akzeptiert er ein Wort? Und hier steht es jetzt. Ein Wort wird genau dann akzeptiert, wenn mindestens eine der Zustandsfolgen in einem Endzustand endet. Wenn mindestens eine, genau, ist bestimmt, was da steht, Zustandsfolge in einem Finalzustand endet. Ja? Okay. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wie der jetzt das Wort abarbeitet? Dieser Nichtdeterminismus führt ja zu Verzweigungen. Immer dann, wenn ich mehrere Nachfolgezustände habe, dann muss der sich entscheiden, mache ich es jetzt so oder so oder so. Ja? Aber der kann natürlich, es genügt nicht, wenn der Automat irgendwie würfelt, und dann sagt, jetzt gehe ich dahin. Weil wenn er dann am Ende nicht erfolgreich war, also wenn er das Wort nicht akzeptiert, dann muss er versuchen, alle anderen Alternativen auch auszuprobieren. Das ist der Punkt. Der muss ja, nochmal zurück zur Definition, das Wort wird akzeptiert, wenn es eine Zustandsfolge gibt, die in einem Endzustand endet. Also muss er im Worst Case alle Abarbeitungssequenzen durchprobieren. So. Und wie stellen wir uns so einen Automaten vor? Also erste Vorstellung ist, was soll der an so einer Verzweigung tun? Naja, der fragt ein Orakel. Der fragt ein allwissendes Orakel, das ganz genau weiß, wie der sich entscheiden muss, sodass er am Ende das Wort akzeptieren kann. Wenn das Wort zur Sprache gehört. Also Sie können sich das auch so vorstellen, wir haben kein Google Maps, das uns eine Route berechnet, sondern wir wollen jetzt irgendwo hinfahren, nach London zum Beispiel. Und jetzt fahren wir einfach los und an der ersten Kreuzung fragen wir unser allwissendes Orakel, wo soll ich denn hinfahren? Und an der zweiten Kreuzung wieder und so weiter und das führt uns am Ende dahin, wo wir wollen.
wenn es einen Weg gibt. Wenn es keinen Weg gibt, dann führt uns das Orakel irgendwo hin. Oder er rät richtig. Ja? Aber ja, das ist vielleicht nicht unbedingt so praktikabel. Oder er untersucht alle Alternativen parallel, der Automat. Es ist ja auch nochmal eine interessante Vorstellung. Und zwar, also wenn ich jetzt an der ersten Kreuzung stehe, dann mache ich das so. Und da hat es jetzt, sagen wir mal, 3 Verzweigungen. Dann erzeuge ich 3 Kopien von mir selber. Und jede geht in eine andere Richtung. Und diese Kopien, wenn die wieder an der Kreuzung stehen, dann tun sie sich wieder vervielfachen. Und dann geht es richtig schön parallel, irgendwann sehr hoch parallel weiter. Und der Erste, der am Ziel angelangt ist, der schreit dann ganz laut, stopp, ihr könnt alle aufhören. Wurde akzeptiert. Übrigens, das mit diesen Kopien von mir selber, ist heute Morgen in der Zeitung gestanden. Ich habe heute Morgen die Zeit aufgemacht und es kam auch, glaube ich, in der Tagesschau so, die haben jetzt das Klonen optimiert. Ja? Man kann jetzt eine Hautzelle beim Menschen entnehmen und aus diesen Hautzellen kann man neue generische Zellen erzeugen, die tatsächlich, wenn sie dann in eine Eizelle eingesetzt werden und von einer Frau ausgetragen werden, einen exakten Klon von mir selber entstehen lassen. Ja? Das müssen wir halt dann an den Kreuzungen immer tun. Ja? Das dauert vielleicht ein paar Minuten, ja? Oder ein paar Monate und dann noch ein paar Jahre, bis der erwachsen ist und Auto fahren kann und so, aber dann fahre ich in die eine Richtung und meine Klone fahren in die andere Richtung. Okay. Gut. Ja, jetzt haben wir nicht deterministische endliche Automaten und deterministische endliche Automaten. Ja, und jetzt welche Frage stellt sich? Die Automaten sind ja ohnehin nur dazu da, Sprachen zu akzeptieren. Ja, ich meine, da stellt sich natürlich die Frage, sind die gleich mächtig? Oder kann ich mit nicht-deterministischen Automaten vielleicht mehr Sprachen akzeptieren als mit deterministischen? Wie schaut es aus? Erst einmal sehen wir zum Beispiel hier an diesem Beispiel. Wir haben da jetzt 2 Automaten, die sind äquivalent. Der hier ist ein deterministischer Automat. Und der ist ein nicht-deterministischer Automat. Und wir sehen schon mal, der nicht-deterministische ist wesentlich einfacher. Ist nicht weiter verwunderlich, weil der ist ja viel mächtiger. Ja? Deterministische Automaten sind übrigens Spezialfälle von nicht-deterministischen, ist auch klar. Wenn ich in die Menge immer nur ein Element reinschreibe, dann ist ein deterministischer. Warum ist das hier übrigens ein deterministischer Automat, der da rechts? Warum ist das ein nicht-deterministischer? Entweder zu sich selber oder in S1. Da gehen auch 2 Pfeile weg von S0. Ja, aber nicht von 0. Also nicht mit der gleichen Zahl. Nicht mit dem gleichen Eingabezeichen, das ist der Punkt. Ja. Also in S0 mit dem Eingabezeichen 0 kann ich dahin gehen oder in S0 bleiben. Ja. Also nur diese Kleinigkeit sorgt dafür, dass der Automat sich so viel einfacher beschreiben lässt als der da. Genau. Ja, gut. Also, es geht jetzt um die Frage, ob die gleich mächtig sind. Ja, aber davor müssen wir uns natürlich noch, wie zuvor auch, die Konfiguration anschauen. Ja? So, was haben wir denn hier im Unterschied zu vorhin? Ja, der einzige Unterschied bei der Definition hier ist jetzt, dass vorhin stand hier ist gleich
und jetzt steht Element. Also genau, wir haben genauso die Übergangsrelation, das erste Zeichen ist hier rechts dann weg, er ist im Zustand S2 und zwar genau dann, wenn es eine Regel gibt, bei der eben S2 ein Element von der Menge der Nachfolge zuständig ist. Das ist der einzige Unterschied. Und hier, das ist auch wieder genau gleich. Also die von dem Automaten akzeptierte Sprache ist die Menge aller Worte. Für die, also sodass für einen Endzustand gilt, also in S0 auf dem Wort gestartet, muss am Ende im Endzustand auf dem leeren Wort sein. Ist also identisch. Der einzige Unterschied auf der Folie ist hier das Epsilon. Okay, und jetzt schauen wir uns diesen nicht-deterministischen Automaten an und schauen und gucken nochmal, was der für Möglichkeiten hat, hier abzuarbeiten. Naja, ich meine, der kann natürlich in S0 gestartet, wenn er das Eingabewort 00 kriegt, dreimal die 0 kriegt, dann kann er natürlich immer in S0 bleiben, ja, und würde das nicht akzeptieren. Oder er bleibt einmal in S0, geht dann nach, achso, ne, sorry, der bleibt praktisch zweimal in S0 und geht dann nach S1 und akzeptiert auch nicht. Oder er bleibt einmal in S0, geht dann nach S1 und S2, akzeptiert auch nicht. Oder er verwendet die drei Nullen, um tatsächlich zu dem Endzustand zu kommen und akzeptiert. Ja? Genau, und jetzt haben wir hier diesen wichtigen Satz. Und der besagt, dass dass deterministische und nicht-deterministische Automaten äquivalent sind. Ja? Also, zu jedem nicht-deterministischen endlichen Automaten gibt es einen deterministischen, der die gleiche Sprache akzeptiert. Die andere Richtung ist langweilig. Ja? Also, L von NEA gleich L von DEA. Die Menge der Sprachen, die von nicht-deterministischen Automaten akzeptiert werden kann, ist gleich wie die von deterministischen Automaten. So, ja, und hier haben wir jetzt eine Beweisskizze dafür. Ja? Ich meine, das ist ja nicht so ganz trivial. Wir haben ja jetzt der nicht-deterministische Automat, der kann ja immer an den Verzweigungen mehrere Wege gehen. So, und da kommt jetzt eine geniale Idee ins Spiel. Ja, ich meine, wir sehen es hier schon. Ja, also hier haben wir jetzt unseren nicht-deterministischen Automaten. Und Wir wollen ja jetzt für so einen gegebenen nicht-deterministischen Automaten einen deterministischen basteln, der die gleiche Sprache akzeptiert. Das ist die Vorgehensweise. Weil wenn wir das können, oh, dann sind wir fertig. Wenn wir für jeden nicht-deterministischen Automaten einen deterministischen finden, der die gleiche Sprache akzeptiert, dann ist der Beweis fertig. Und genau das machen wir. Also gegeben sei jetzt dieser nicht-deterministische Automat mit der Zustandsmenge S. Als erstes gehen wir mal her und definieren eine neue Zustandsmenge. Das wird die von dem nicht-deterministischen Automaten sein als 2 hoch S. Also die Potenzmenge der Zustandsmenge. Das sollten wir uns vielleicht gerade noch mal kurz veranschaulichen. Wenn die Zustandsmenge S gleich S0 S1, S2 ist zum Beispiel, dann ist unser S' gleich die Menge aller Teilmengen. Also die leere Menge, dann S0, S1, S2 und jetzt geht's los. Jetzt haben wir die Menge mit
S0, S1, dann S0, S2, S0, achso, Moment. Ah, fangen wir lieber so an. S0, S0. Nö, halt, sorry, das brauchen wir nicht. Das macht keinen Sinn. Eine Menge mit zwei gleichen Elementen macht keinen Sinn. S2, also haben wir dann hier S1, S2, Komma und jetzt natürlich noch alle, ja gut, die jetzt noch die Menge selber. S0, S1, S2. So, haben wir hier jetzt 8 Elemente, 1, 2, 3, 4, jawohl. So, und das sind jetzt die neuen Zustände unseres deterministischen Automaten. Also, das heißt, dieser deterministische Automat kriegt jetzt zum Beispiel so einen Zustand. Das ist so ein, naja, wie das kann man sich jetzt vorstellen wie ein mehrdimensionaler Zustand. Ja? Ein dreidimensionaler Zustand, der sich halt zusammensetzt aus drei eindimensionalen. Okay. Die Zustandsübergangsfunktion Delta Strich für unseren zu bauenden deterministischen Automaten, und zwar, also wenn ich jetzt übergehe von so einem mehrdimensionalen Zustand, weil dieser neue deterministische Automat, der arbeitet jetzt auf der Zustandsmenge. Das heißt, den müssen wir jetzt definieren für solche Mehrfachzustände. Also der geht über von diesem Mehrfachzustand S1 bis Sn, liest ein Zeichen Sigma. Ja, was macht er? Er geht über in die Vereinigung aller Nachfolge, aller einzelnen Nachfolgezustände. Also sprich, wir tun unsere nicht deterministischen Automaten darauf anwenden und schauen, welche Nachfolgezustände hat der und darauf und vereinigen die alle in eine neue Menge. Okay, und die Menge der Endzustände ist die Menge aller Zustände in S', also hier, für die S geschnitten mit E nicht leer ist. Und wie war das? Ah, genau, E ist die Menge der Endzustände von dem deterministischen Automaten. Ja. Das heißt, sobald in so einem neuen Zustand, also in so einem, wenn jetzt zum Beispiel S2 ein Endzustand war von dem nicht deterministischen Automaten, dann ist dieser Zustand ein Endzustand. Okay, genau, hier, also das ist klar, die Zustandsmenge ist die Potenzmenge. Befindet sich der deterministische Automat zum Beispiel im Zustand S4, S7, so bedeutet das, dass sich der ursprünglich nicht deterministische entweder im Zustand S4 oder im Zustand S7 aufhalten kann. Also wir tun quasi diese Verzweigungen von dem nicht deterministischen Automaten, die müssen ja weg. Und die kommen dadurch weg, dass wir immer quasi äquivalente Zustände zusammenwerfen in einen neuen Zustand. Und die Endzustände von dem deterministischen sind genau diejenigen, welchen einen Endzustand des Nicht-Deterministischen beinhalten. Okay, jetzt schauen wir es uns gleich am Beispiel an. Also wir nehmen jetzt diesen nicht-deterministischen Automaten und erzeugen daraus einen deterministischen. So, also wir starten hier im Startzustand S0 und naja, ich meine, wir müssen jetzt ja quasi diese 0 hier wegkriegen. Ja? Deswegen haben wir hier S0 mit der 1, das lassen wir da dran. Und
Jetzt müssen wir schauen. Mit dem Eingabezeichen 0 kann der hier, der nicht-deterministische, übergehen nach S1 oder nach S0. Und deswegen fassen wir S0 und S1 zusammen zu einem neuen Paarzustand. Ja? Das heißt, der deterministische, der geht jetzt nach S0, S1. So. Ja, und jetzt überlegen wir als nächstes von S0, S1, wo kann denn der da drüben, wohin kann der übergehen? Naja, von S0 kann er, jetzt schauen wir mal, ja, gehen wir mal mit dem Eingabezeichen 0. Der kann mit 0 übergehen nach S0. Der kann übergehen nach S1 und er kann übergehen nach S2. Also erzeugen wir so einen neuen Zustand, S0, S1, S2 hier. Ja, also mit 0 geht der genau dahin. So, und mit einer 1 von S0 kann er nach S0 übergehen und von S1 kann er nach S2 übergehen. Also geht der mit 1 in den Zustand S0, S2 über. Naja, und so geht es jetzt weiter. Also für jeden von diesen Zuständen machen wir genau diese Überlegungen. Also das ist relativ simpel. Ja, und so kommen wir auf diesen Automaten. Wobei, jetzt haben wir hier noch so was Komisches dranhängen. Gerade Erdbeben, ja, oben drüber, wird gerade im Hörsaal gelaufen. Also dieses rechte Teil, was ist denn das? Wo kommt denn das her? Naja, tatsächlich reicht uns der linke Teil völlig aus. Ja? Der rechte Teil entsteht, indem ich zum Beispiel so einen Kombinationszustand S1, S2 nehme und überlege, ja, wo kann der denn mit 0 übergehen? Also in S1 kann er mit einer 0 nach S2 übergehen und in S2 mit einer 0 nach S3. Also von dem Zustand S1, S2 kann er mit 0 übergehen nach S2, S3. Und mit 1 genauso. Ja? Und so kriegen wir diesen Teil bloß. Der ist natürlich irrelevant, den können wir wegwerfen. Warum? Ja, weil es uns bei den Automaten ums Worteakzeptieren geht. Und zum Worte akzeptieren muss der immer im Startzustand anfangen. Das heißt, immer in S0 anfangen. Aber wir sehen ja, der kann von S0 nie in einen von den Zuständen kommen. Und damit können wir das weglassen. Also wenn ich hier so einen separaten, nicht zusammenhängenden Teil habe, den kann ich dann weglassen. Und wenn ich so anfange, wie wir es gemacht haben, von S0 ausgehend, dann wird das Zeug hier rechts auch gar nie erzeugt werden. Okay. Gut, ja. Damit haben wir jetzt gezeigt, mit dieser Methode können wir aus jedem nicht-deterministischen Automaten einen deterministischen machen, der die gleiche Sprache erkennt. Es ist klar, man sieht es hier sehr schön, der deterministische Automat, der hat eventuell viel mehr Zustände. Und übrigens, ich meine, diese Zustände von dem nicht-deterministischen Automaten, die müssen natürlich am Ende nicht so heißen. Ich meine, das ist die Systematik, wie wir die erzeugen. Aber wir können die natürlich dann S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S7 nennen. Fertig. Ja. Ja, gut. Ja, jetzt führen wir noch Epsilon-Übergänge ein.
Also das sind dann sogenannte Epsilon-Automaten oder Epsilon-Akzeptoren. Das ist nichts weiter Besonderes. Es ist eine Art von Automat. Diese Automaten, die können auch einen Zustandsübergang machen, ohne ein Zeichen zu lesen. Und das macht vieles eleganter. Also, das heißt, hier ändert sich was. Ja, die Zustandsübergangsfunktion Delta bildet ab von S Kreuz Sigma vereinigt dem leeren Wort. Ja, also der muss nicht ein Zeichen aus Sigma lesen, um in einen neuen Zustand überzugehen, sondern der ist im Zustand, liest kein Zeichen und geht in einen neuen Zustand über. Okay. Und das sieht man auch jetzt bei den Konfigurationsübergängen. Also, neu ist eigentlich hier nur diese Zeile. Und zwar kann der von S1, Omega übergehen nach S2, Omega. Sie sehen, es wird hier vorne dran nicht ein Zeichen konsumiert. Wenn er eine Regel hat, S2 gleich Delta von S1, Epsilon. Für alle anderen Regeln, wenn da ein Sigma konsumiert werden muss, dann schreitet der wirklich um 1 vor in dem Wort. Okay, auch das hier steht nichts weiter Neues drin. So, und der Vorteil von den Epsilon-Automaten, den sieht man in diesem Beispiel, wenn wir diese Sprache nehmen, A hoch I, B hoch J, C hoch K. Das sind ja die Worte, die haben viele A's, gefolgt von B's und dann C's. Und die Zahl der A's, B's und C's hängt nicht miteinander zusammen. Der Epsilon-Automat, der sieht hier ganz nett und einfach aus. Also ist klar, im Startzustand S0 kann der A's konsumieren, so viel er will. Dann geht er über in S1, da kann er B's konsumieren. Und in S2, im Endzustand, kann er C's konsumieren, so viel er will. Und der Übergang dazwischen ist ein Epsilon-Übergang. Ganz simpel. Ohne Epsilon-Übergang würde das Ganze ein bisschen komplizierter aussehen. In S0, klar, der kann natürlich A's konsumieren, so viel er will. Dann kann er ein B konsumieren, nach S1 übergehen und noch viele weitere B's. Und dann ein C und nach S2 übergehen und beliebig viele weitere C's. Aber dieser Fall, dass das J 0 ist hier, das heißt, wenn das Wort heißt AAC, das geht auf diesem Weg hier nicht, sondern da brauchen wir dann noch so einen Umweg direkt nach S2. Und das macht die Sache halt komplizierter. Hier brauchen wir den Umweg nicht, weil der kann nach S1 gehen, ohne ein Zeichen zu lesen. Und ohne ein Zeichen zu lesen nach S2 und dann direkt nach den A's mit den C's weitermachen. Okay. Und auch hier gilt, die sind auch nicht mächtiger. Also nicht deterministische Epsilon-Automaten sind gleich mächtig wie deterministische Automaten. Auch das bringt nicht wirklich was Neues, aber macht natürlich die Sprache komfortabler. So, und jetzt kommt ganz wichtig dieser Satz, der Zusammenhang zu den formalen Sprachen. Welche Sprachklasse können denn endliche Automaten akzeptieren? Der Satz besagt, nämlich jede von einem endlichen Automaten A akzeptierte Sprache ist regulär. Das heißt, es gibt eine reguläre Grammatik G, sodass gilt L von G gleich L von A. So. Ja, und was ist denn die Beweisidee? Und das ist relativ simpel. Das ist wirklich total simpel. Und zwar, wir gehen von so einem Automaten aus und wir... Also wenn wir jetzt so eine Übergangsregel haben, Si, Sigma nach Sj, dann wandeln wir die um in eine Grammatikregel
AI Pfeil Sigma AJ. Ganz simpel. Ist klar, ich meine, hier bei den Automaten steht immer links ein Zustand, ein gelesenes Zeichen und rechts ein neuer Zustand. Wir nehmen einfach das gelesene Zeichen und tun es nach rechts. Und dann haben wir eine Grammatikregel. Und zwar, das ist eine reguläre Regel. Ja? Reguläre Grammatiken sind ja immer Variable, Pfeil, konstante Variable. Und der Endzustand, der wird noch abgebildet auf so eine Regel, Variable, Pfeil, Epsilon. Genau, das ist die Idee. Okay, und hier ein Beispiel. Da haben wir jetzt diesen Automaten, den kennen wir auch schon, den haben wir schon gesehen. Und da erzeuge ich eben, jetzt schauen wir vielleicht hier mal an, für S0. Ja? Wenn er in S0 ist und 0, 3, 6 oder 9 liest, dann geht er wieder nach S0 über. Und deswegen hier die Produktionsregeln A0, Pfeil 0a, 3a, 6a und 9a. Oder wenn er in S0 ist und hier die Übergänge nach S1, 1, 4 und 7 liest, also A0, Pfeil 1A1, 4A1, 7A1 und so weiter. So, und ja, die Menge der Worte, die ich so erzeugen kann, ist natürlich genau die Menge der Worte, die dieser Automat hier akzeptiert. Genau. Und das Umgekehrte geht natürlich analog. Ich denke, das ist eigentlich jetzt schon klar geworden. Wenn ich jetzt, also wir hatten jetzt gegebenen Automaten und wollen daraus eine reguläre Grammatik machen. Ja, wenn ich eine reguläre Grammatik habe, dann mache ich das Ganze natürlich genau in der anderen Richtung. Also solche Grammatikregeln gegeben, dann erzeuge ich mir eben entsprechend Automatenübergänge. Ja. Und damit sind tatsächlich endliche Automaten und reguläre Grammatiken äquivalent. Gut. Ja, okay. So, und jetzt schauen wir uns noch einen weiteren Satz an bezüglich den Epsilon-Automaten. Eigentlich geht es jetzt hier um reguläre Ausdrücke. Also, was haben wir denn bis jetzt gezeigt? Bis jetzt haben wir gezeigt, endliche Automaten und reguläre Sprachen, reguläre Grammatiken sind gleichmächtig. Oder anders gesagt, die endlichen Automaten akzeptieren genau die Sprachen, die durch reguläre Grammatiken erzeugt werden. Was wir noch nicht wissen, das haben wir am Anfang als Satz aufgeschrieben, dass nämlich reguläre Ausdrücke gleichmächtig sind wie reguläre Grammatiken. Und das werden wir jetzt quasi über den Umweg des Automaten beweisen. Und zwar, wir zeigen jetzt, dass Epsilon-Automaten und reguläre Grammatiken gleichmächtig sind. Dass Epsilon-Automaten und reguläre Ausdrücke, dass die gleichmächtig sind. Ja, also jeder reguläre Ausdruck R lässt sich durch rekursives Anwenden folgender Konstruktionsmuster in einen Epsilon-Automaten transformieren, der L von R akzeptiert. Ja. Okay. Ja, also, wir starten mit den einfachsten regulären Ausdrücken. Das leere Wort Epsilon ist ein regulärer Ausdruck. Und was ist die entsprechende Sprache? Das ist die leere Sprache, beziehungsweise das leere Wort. Ja? Und da erzeuge ich diesen Epsilon-Automaten. Wenn ich jetzt einen regulären Ausdruck habe, der aus einem einzelnen Zeichen Sigma besteht, dann ist das natürlich der entsprechende Automat. Wenn ich die Komposition von zwei regulären Ausdrücken, R und S, also ich hänge die einfach hintereinander ab, ist klar, dann ist das natürlich ein Automat. Und man sieht, hier ist es natürlich sehr hilfreich, dass ich ein Epsilon-Automat habe,
weil ich muss die einfach nur so hintereinander hängen. Ja? So, wenn ich die leere, wenn es um die leere Sprache geht, ja gut, dann mache ich halt keine Verbindung zwischen Startzustand und Endzustand und dann wird da nichts akzeptiert. Wenn ich so ein R oder S habe, ja gut, dann mache ich eben einen Epsilon-Übergang in diese beiden parallel. Ja? Oder die klinische Hülle, also quasi die R-Stern. Ja? Also ich habe einen Ausdruck R und mache den Stern noch hinten dran. Ist klar, das kriege ich natürlich durch so eine rekursive Regel. Ich gehe durch R durch und kann beliebig oft rein. Und wegen dem Stern, ich kann es auch gar nicht anwenden, also hier außen rum. Okay, so. Und jetzt möchte ich mal hier zusammenfassen auf der Folie, was wir bisher wissen über den Zusammenhang zwischen den drei verschiedenen Arten von Automaten und regulären Grammatiken und regulären Ausdrücken. Also, erst einmal hier, wir haben gezeigt, nicht-deterministische und deterministische Automaten sind äquivalent. Ja? Dann haben wir, das habe ich weggelassen, dass nicht-deterministische Epsilon-Automaten und nicht-deterministische Automaten äquivalent sind. Ja. Das haben wir gezeigt, dass ich zu jeder regulären Grammatik einen nicht-deterministischen Automaten erzeugen kann. Übrigens, die andere Richtung haben wir hier auch gezeigt. Oder haben wir nur diese Richtung gezeigt? Ja, das stimmt. Wir haben diese Richtung gezeigt. Ja. Und dann, damit sieht man, dass diese drei hier äquivalent sind. So, dann reguläre Grammatiken, pfeilreguläre Ausdrücke, dass es zu jeder regulären Grammatik einen regulären Ausdruck gibt, das haben wir auch nicht gezeigt. Ja? Aber das gilt. Das haben wir gerade eben gezeigt, dass es für jeden regulären Ausdruck einen nicht-deterministischen Epsilon-Automaten gibt. Und weil wir hier wieder die Äquivalenz haben zu den nicht-deterministischen und deterministischen Automaten, ist klar, dass es für jeden regulären Ausdruck einen beliebigen endlichen Automaten gibt, der den akzeptiert. Und umgekehrt auch, weil die Richtung hier von links nach rechts, die haben wir ja über diesen Weg. Okay, also zusammenfassend können wir ganz einfach sagen, endliche Automaten akzeptieren genau die regulären Sprachen. Ja? Also Chomsky Typ 3 Sprachen. Gut. Ja, jetzt kommen wir quasi noch zu diesen Abschlusseigenschaften bezüglich den Sprachen. Also das, was wir in diesen Tabellen hatten bei den formalen Sprachen, das zeigen wir jetzt mit Hilfe von endlichen Automaten. So, und zwar erst einmal bezüglich Komplementbildung. Also die Frage war ja, gegeben eine reguläre Sprache, ist denn das Komplement, also Sigma Stern ohne L, darum geht's. Ja? Sigma Stern ohne L. Gegeben ist eine reguläre Sprache L und ist die Menge aller all der Wörter, die nicht in der Sprache drin sind, ist das auch eine reguläre Sprache. Und dazu erzeugen wir jetzt den oder definieren wir jetzt den Komplementärautomaten. Was ist denn das, der Komplementärautomat? Naja, gegeben sei so ein Automat A und der Komplementärautomat A quer ist, Sie sehen, alles gleich, außer, interessant, wir ändern nur die Menge der Endzustände. Und zwar sagen wir jetzt, die neue Menge der Endzustände
sind genau alle Nicht-Endzustände. Also wir vertauschen Endzustände und Nicht-Endzustände. Das ist alles, was wir machen. Hier sieht man schön am Beispiel, gegeben sei dieser Automat. Und der Komplementärautomat, da machen wir dann einfach S0 und S1 zu Endzuständen und S2 ist dann ein Nicht-Endzustand. Naja, und was macht denn der neue Automat? Welche Worte akzeptiert denn der? Naja, der akzeptiert offenbar all die Worte nicht, die der akzeptiert hat. Ja? Weil der akzeptiert ja all die, bei denen er nach dem letzten Zeichen NS2 steht. Und genau die akzeptiert der nicht. Welche akzeptiert denn der? Ja, der akzeptiert alle anderen Worte. Das heißt, dieser Komplementärautomat akzeptiert tatsächlich die Komplementsprache. Ja? L von A quer. Und damit haben wir jetzt gezeigt, dass die, also das ist ja nichts anderes als L quer. Ja? Damit haben wir jetzt gezeigt, dass die Menge der regulären Sprachen durch Komplementbildung abgeschlossen ist. Warum? Wir haben jetzt gezeigt, dass das Komplement jeder regulären Sprache wieder regulär ist. Warum? Weil was? Weil? Weil sich das Komplement auch wieder als Automat darstellen lässt. No, das ist mir ein bisschen sehr unexakt. Ja? Also das. Ja. Also vielleicht malen wir doch nochmal ein zusätzliches Bild an die Tafel. Machen wir hier mal eine Spalte Sprachen und hier Automaten. So. Ja. Und wir haben jetzt hier eine Sprache L aus L3. Also dieses L3 steht ja für Chomsky Typ 3 Sprachen, also regulär. Ja, eine reguläre Sprache. So. Und jetzt ist es ja so, wir wissen, zu dieser Sprache L gibt es einen Automaten A. A akzeptiert L. Ja, das haben wir ja gerade gezeigt. So. Und jetzt gehen wir her mit dieser Konstruktion hier. Wir bauen den Komplementärautomaten, also A quer. Wir konstruieren aus dem Automaten den Komplementärautomaten A quer. Und jetzt wissen wir von dieser Konstruktion, welche Sprache akzeptiert der? Das ist die Frage. Welche Sprache akzeptiert der? Ja, der akzeptiert L quer. So, und jetzt ist nur noch die Frage, da mache ich jetzt mal hier ein Fragezeichen drüber, ist das auch aus L3? Ist diese neue Sprache auch in L3? Das ist die Gretchenfrage jetzt. Also ist das auch eine reguläre Sprache? Ja, und warum ist das eine reguläre Sprache? Das müsste man eigentlich an dem Bild jetzt auf den ersten Blick sehen. Genau, ja klar, weil jede Sprache, die von einem endlichen Automaten akzeptiert wird, ist regulär, das haben wir ja gerade bewiesen.
Also wissen wir über diesen Umweg, dass die Komplementsprache von jeder regulären Sprache wieder regulär ist. Also jetzt haben wir die Abgeschlossenheit bezüglich Komplementbildung gezeigt. Okay, gut, und Ähnliches können wir jetzt machen bezüglich der Abgeschlossenheit, also zur Abgeschlossenheit bezüglich der Produktbildung. Wir basteln den Produktautomaten. Ja. Nochmal einen Schritt zurück. Wir wollen ja jetzt zeigen, dass die regulären Sprachen bezüglich Komplementbildung abgeschlossen sind. Ja? So. Das heißt, wir, also gut, auf der Folie steht es jetzt eigentlich noch nirgends, aber das muss ich doch noch mal kurz an der Tafel zeigen, was ich will. Also, und zwar, wir nehmen die Sprache L1 aus L3 und L2 aus L3 und ja, und jetzt wo, zu zeigen ist, L1 geschnitten L2 ist wieder regulär. Das wollen wir jetzt zeigen. Und das machen wir wieder über den Umweg von Automaten. Weil wir ja wissen, dieses L1 wird von einem Automaten akzeptiert und L2 auch von einem Automaten. Deswegen können wir quasi sowas hinschreiben. Die erste Sprache ist L von A1 und die zweite ist L von A2. Ja? So. Das heißt, und jetzt machen wir folgende Konstruktion. Also gegeben seien jetzt zwei Automaten, eben einer für die Sprache und einer für die Sprache zum Beispiel. Und jetzt basteln wir so einen Produktautomaten, den Automaten A Kreuz A Strich. Der hat eben der ist dieses Fünftupel, und zwar die Zustandsmenge ist S Kreuz S Strich. Also wir bilden wieder solche Paare, also nicht wieder. Wir bilden jetzt Paare von Zuständen. Ähnlich wie wir vorhin Mengen von Zuständen gebildet haben, aber jetzt sind es immer nur zwei miteinander. Also zum Beispiel so ein Paarzustand S0, S0'. Also S0' war von dem einen Automaten und S0 von dem anderen. So, und dann die Zustandsübergangsfunktion muss jetzt definiert sein auf Paaren, gelesenes Zeichen, geht über nach dem Paar der Nachfolgezustände von S und von S'. Die Menge der Endzustände ist die Menge aller Paare von Zuständen, bei denen eben beide S und S' Endzustände waren. Und der neue Startzustand ist eben das Paar bestehend aus den beiden alten Startzuständen. So, das ist der Produktautomat und das kann man jetzt grafisch sich auch so vorstellen. Also wir haben diesen einen Automaten und den anderen Automaten. Was ist denn das für ein Automat? Was akzeptiert denn der für eine Sprache? A-Stern. B-Stern, A. Ja, als regulärer Ausdruck. A-Stern. B. A-B-Stern. So. Ja?
Halt. Ja, nee, das ist nicht ganz richtig. S1 kann ja mehrfach haben. Nee, das A oder B. So. Ja. Genau. Und der hier gerade umgekehrt. B Stern, A oder B Stern. Also der andere hat B Stern, A oder B Stern. Und was ist der Durchschnitt von diesen Sprachen? Das ist jetzt interessant, weil darum geht's. Was ist der Durchschnitt von den beiden Sprachen? Also das muss schon mal beides leer sein. Und ja, wobei hier geht's. Nö, das muss nicht leer sein. Ich kann anfangen A, B zum Beispiel. Und da kann ich anfangen B, A. Ja. Was ist der Durchschnitt? Ich habe so das Gefühl, das hier ist der Durchschnitt von den beiden Sprachen, was übrig bleibt. Okay, aber das sehen wir ja, wenn wir diesen Produktautomaten gebaut haben. So, also schauen wir uns erst einmal das an. Da haben wir den einen, da haben wir den anderen Automaten. Und jetzt gehen wir her nach dieser Vorschrift hier und bilden die Produktzustände. Ja, also S0, S0', dann S1, S0', und S0, S1' und S1, S1'. Ja. Und für die Zustandsübergänge, das sind dann immer die Kombinationen von den Zustand, also S0, S0' nach S1, S0'. Da können wir also mit B übergehen und hier auch mit B. Genau. Also das heißt, da schreibt man nur das B hin und hier genauso mit A und da mit A und da mit B. Moment, und da haben wir AB. Wie ist das jetzt? S1'. Also von S1' ja, aber was ist mit dem A hier? Warum dürfen wir das A hier nicht hinschreiben? Weil oben von S0 nach S1, wenn du mit dem B geht. Oder? Und wenn da jetzt noch ein A wäre, wäre das ja ein nicht deterministischer Automat. Ja,
Ja. Ja, aber wenn wir die Definition anschauen, Delta von S, S', Sigma ist Delta von S, Sigma und die Kombination. Also wenn wir da das B nehmen, ja, klar, das passt mit dem B, aber jetzt mit dem A. Mit dem A, also Delta von S0, A ist S0. Ja, genau. Und da drüben steht kein S0. So ist es. Und deswegen kann er mit dem A nicht hier übergehen in den Zustand, sondern mit dem A nur in S0, S1'. So ist es. Ja. Okay, gut. Ja, also damit, gut, jetzt müsste man sich das hier auch noch genau angucken, aber damit haben wir diesen Produktautomaten. Und jetzt schauen wir doch mal hin, was der akzeptiert. Was akzeptiert denn der? Der hat A oder B. Dann B oder A. Oder? Ja, kann das so? Ja, A oder B. Ja, langsam. Ich glaube, wir sollten es erst einmal sauber hinschreiben. Also nehmen wir den einen Pfad. Auf dem unteren Pfad hat er A. A plus. A plus. B. A oder B. Und dann A oder B. Stern. Oder? Ja, genau. Und auf dem oberen Pfad hat er B plus A. A oder B. Stern. Und der akzeptiert die Vereinigung von diesen beiden Mengen, oder? Ja. Und die Vereinigung von diesen beiden Mengen soll der Durchschnitt von den beiden sein, ist es so? Ja. Ja, das kann schon sein. Wenn wir hier das A-Stern weglassen, da muss ja kein A kommen. Das heißt, er hat ein B am Anfang. Da muss ein B am Anfang stehen. So, wenn da ein B am Anfang steht und das soll der Durchschnitt mit dem sein, dann kommt da ein B und dann auf jeden Fall ein A. Dann muss da ein A kommen. Also, das heißt B plus A, weil da können jetzt auch noch viele Bs kommen. Das ist das hier, das B plus A. Und wenn wir jetzt andersrum gehen, von hier anfangen, dann kommen wir auf das. Ja. Ja, okay, also das ist plausibel. So, wo sind wir denn jetzt stehen geblieben? Ja, also dieser Produktautomat akzeptiert jetzt tatsächlich den Durchschnitt der beiden Originalsprachen. So, und wir können den jetzt auch noch abändern, diesen Produktautomaten, indem wir hier drin bei den Endzuständen das Und durch ein Oder ersetzen. Also wenn der in wenn S in E ist oder S' in E', dann kommen wir tatsächlich zur Vereinigungssprache.
Ja. Genau, also das heißt, dieser dieser Endzustand hier, wie ist denn das? Moment, S in E oder S' in E'. Genau, damit akzeptiert er natürlich viel mehr Wörter. Nicht nur die, bei denen S in E und S' in E' ist, sondern alle, bei denen der eine in E landet oder der andere in E' landet. Und wegen diesem Oder kriegt man natürlich die Vereinigungssprache. Okay, und Ähnliches kann man jetzt machen, also da will ich jetzt nicht mehr im Detail drauf eingehen, für die Produktsprache. Was ist denn die Produktsprache? L von A Strich. Also wir müssen aufpassen. Hier vorhin, hier hatten wir zwar den Produktautomaten, aber es ging um den Durchschnitt von zwei Sprachen. Ja? Die Produktsprache ist die, die ich erhalte, wenn ich, was muss ich tun? Was ist die Produktsprache? Das haben wir auch schon definiert. Ich meine, hier steht es, L von A Strich. Was ist das? Also, oder wenn ich jetzt zwei beliebige Sprachen habe, L1 und L2, was ist L1, L2? Wenn ich das so hinschreibe. Kombination aus den beiden Sprachen. Aber welche? Welche Kombination? Kombination der einzelnen Worte. Ja, wie werden die kombiniert? Immer ein Wort aus L1 mit einem Wort aus L2. Konkatenieren, genau. Ja. Also wenn wir alle Paare von Wörtern bilden, sodass ich ein Wort aus der ersten Sprache nehme und ein Wort aus der zweiten Sprache hinten dran hänge. Ja. Das ist die, das heißt dann Produktsprache. Genau. Und ja, was macht man da? Vielleicht die Idee schauen wir uns doch kurz an. Naja, ich nehme wieder Automaten, die die beiden Sprachen erkennen und schalte die sequenziell hintereinander. Das ist natürlich absolut naheliegend, weil ich will ja gerade so eine Folge, Wort aus der ersten Sprache und dann muss ein Wort aus der zweiten Sprache, ist doch klar, ich hänge die einfach hintereinander, die Automaten. Ja? Das heißt, im Prinzip dieser erste Automat in irgendeinem Endzustand endet, muss es dann einfach weitergehen mit dem zweiten Automaten. Und jetzt sehen wir wieder den Vorteil von den Epsilon-Automaten. Wir machen einfach einen Epsilon-Übergang von den Endzuständen in den Startzustand von dem anderen Automaten und damit haben wir die aneinander gehängt und akzeptieren die Produktsprache. So. Ja, dann die klinische Hülle, L von A Stern. Nochmal, was ist denn die klinische Hülle einer Sprache? Was ist denn das? Also sowas wie L Stern. Ja, ich nehme alle Worte aus der Sprache und kann die jetzt beliebig oft wieder aneinander hängen. Also ich nehme ein Wort und hänge ein anderes Wort hinten dran und dann noch ein anderes und so weiter. Und wie mache ich das? Ja gut, jetzt nehme ich für meine Originalsprache einen Automaten her. Den haben wir hier. Ja, und was müssen wir tun? Wir müssen eigentlich nur noch rekursiv quasi so eine Schleife einbauen und dann kann der beliebig viele solche Worte am Stück akzeptieren. Und das ist, der Automat macht natürlich nichts anderes. Der geht jetzt von den Endzuständen wieder zurück zum Startzustand und kann hier beliebig oft durchlaufen. Also ja, wir definieren so einen neuen Zustand, der Start- und Endzustand gleichzeitig ist. Okay, ja, dann kommen wir zu den Entscheidungsproblemen. Entscheidungsproblemen für reguläre Grammatiken. Also wir haben eine reguläre Grammatik G gegeben und dann die zugehörige Sprache. Ja, und jetzt, das ist eben das Schöne, da sehen Sie wieder, wegen der Äquivalenz von regulären Sprachen und Automaten, gibt es natürlich einen Automaten,
der genau diese Sprache akzeptiert. So. Und deswegen ist klar, dass das Wortproblem gelöst ist, das ist Ihnen hoffentlich allen schon lang klar. Ja? Weil die Automaten sind ja nichts anderes als Wortproblemlöser für reguläre Sprachen. Okay, das Leerheitsproblem, das ist die Frage, gegeben eine reguläre Sprache, ist die leer oder nicht? Ja? Und das kann man jetzt entscheiden mit Hilfe von Graphenalgorithmen. Ja? Und zwar, die zur Grammatik G gehörende Sprache ist genau dann leer, wenn in dem Zustandsdiagramm von dem Automaten A kein Pfad vom Startzustand in einen Endzustand führt. Ja? Ist klar, wenn es da keinen Pfad gibt, dann kann auch kein Wort akzeptiert werden. Und wenn es einen Pfad gibt, dann ist klar, dann gibt es auch ein Wort, das akzeptiert wird. Also ganz simpel jetzt über die Automaten ist die Antwort hier jetzt ganz simpel. Das Endlichkeitsproblem, das heißt, ist die Sprache endlich, lässt sich auch mit Hilfe von dem Zustandsgraphen des Automaten entscheiden. Und zwar, wenn es da keine einzige Schleife gibt in dem Zustandsgraphen, dann ist die Sprache endlich. Ja? Weil dann gibt es nur endlich viele Wege vom Start zum Endzustand. Ja. Okay, dann haben wir noch das Äquivalenzproblem. Erzeugen zwei reguläre Grammatiken G1 und G2 die gleiche Sprache? Ja, was meinen Sie, wie man das entscheiden kann? Ja, also es geht natürlich wieder, über endliche Automaten. Ja? Also wir haben zwei Grammatiken, G1 und G2, regulär natürlich. Und jetzt suchen wir uns endliche Automaten, A1 und A2. Und schauen, ob die von den beiden Automaten akzeptierten Sprachen die gleichen sind. Das wollen wir ja eigentlich, das wollen wir wissen. Wenn wir das haben, dann sind wir fertig. Ja? So, und das geht jetzt eben über die Minimierung von den beiden Automaten. Ja? Also wir suchen den minimalen Automaten und wir haben ja einen Algorithmus gesehen zur Automatenminimierung. Ja? Und das Schöne ist, dass dieser Algorithmus uns garantiert den kleinstmöglichen Automaten erzeugt. Ja? Das heißt, wenn die beiden Sprachen gleich sind, dann müssen die beiden Minimalautomaten gleich viele Zustände haben. Erst einmal. Wenn die nicht gleich viele Zustände haben, dann ist es schon gegessen. Ja? Wenn die gleich viele Zustände haben, das reicht noch nicht aus. Die müssen gleich sein. Ja, und was heißt gleich? Ja, die müssen isomorph sein. Also die müssen die gleiche Struktur haben. Ja? Ich meine, es geht jetzt hier um Graphisomorphie. Also sind die Zustandsübergangsgraphen von den beiden Automaten isomorph? Und wenn ich zum Beispiel jetzt einen Automaten habe, S0, Pfeil S2, Pfeil S3 und machen wir vielleicht hier noch einen Pfeil rein und so. Und jetzt habe ich einen anderen Automaten, der hat die Zustände, was weiß ich, S7, Pfeil S15 und S20.
ist denn isomorph? Was heißt isomorph? Zwei Graphen sind isomorph, genau dann, wenn es eine bijektive Abbildung von der Zustandsmenge des einen auf die Zustandsmenge des anderen gibt, sodass die Kantenmenge auch die gleiche ist. Ja? Das heißt, sodass, wenn ich eine Abbildung, wir können die Abbildung mal hinmalen, ist klar, S0 nach S7, S2 nach S15 und S3 nach S10. Und dann muss eine Kante in dem ersten Graphen drin sein, genau dann, wenn die entsprechende Kante der Bildknoten auch da drin ist. Also, schauen wir mal hin, da ist eine Kante S0, S2. Ist in dem ersten Graphen drin. Und die ist da drin, genau dann, wenn f von S0, f von S2, wenn die Kante im zweiten Graphen drin ist. F von S0 ist S7, also das ist S7, S15. Ist tatsächlich im zweiten drin. So, das ist Graphenisomorphie. Das heißt, wir minimieren beide Automaten und prüfen die dann auf Isomorphie, und wenn die isomorph sind, dann, um was ging es uns denn? Genau, dann sind die Sprachen gleich. Ja? Also wir wollten ja wissen, sind zwei gegebene Sprachen gleich? Zwei gegebene reguläre Sprachen gleich. Wir basteln die zugehörigen endlichen Automaten, minimieren die, überprüfen sie auf Isomorphie, wenn ja, sind die Sprachen gleich. Okay, ja, damit wären wir beim nächsten Thema Kellerautomaten, aber wir machen jetzt Schluss.